Hallo Leute und herzlich willkommen zu unserer kleinen Achterbahnfahrt der schlechten Lesegewohnheit und der geistigen Durchfälle. Ein neuer Tag, eine neue Wahnsinnsfahrt, eine Runde um die Medienwelt. Das Zentrum für der Gesundheit hat eine Meldung zum Thema Autismus ins Internet gerotzt. Und weil ich mir sowas nicht alleine antun kann, sichere ich wieder mit rein. Link zu diesem Artikel gibt es selbstverständlich in der Videobeschreibung, als auch der Link zu meinem zweiten Kanal, falls der erste gesperrt wird. Würde mich freuen, wenn ihr dort ein Abo raushauen würdet. Als auch der Link zu meinem DeviantArt-Kanal, wo ihr euch meine Comic-Seiten nochmal anschauen könnt. Als auch der Link zu meinem Twitter-Kanal, wo ihr meine Kurzmeldungen auch anschauen könnt. Ja, und wieder mal geht es um das Thema Impfungen und Autismus. Und der trägt den Titel Impfungen und Autismus, die verschwiegene Wahrheit. Das ist aber nicht die Wahrheit. Impfung und Autismus haben gar nichts miteinander zu tun. Meine Güte, lernt mal eure Hausaufgaben, Zentrum der Gesundheit. Da geht es wieder um Wakefield, der eigentlich kein Doktor mehr sein sollte. Laut meiner Meinung nach. Weil der bescheißt genau wie Donald Trump, ohne Ende. Mit Lügen, Manipulationen und so weiter. Aber, fangen wir nicht lange drum rum. Und wenn ich schon, noch was, Krankheiten und weitere Erkrankungen und, Autismus ist keine Krankheit, ihr Dullis von Zentrum der Gesundheit. Meine Güte, lernt doch endlich eure Hausaufgaben, was Autismus bedeutet. Und wenn ihr von Autismus keine Ahnung habt, dann lasst diese Kategorie einfach aus eurer Seite. Ich bin zwar kein Arzt, aber ich würde euch mal ganz gerne mal euch mit Buchweizenflocken vollstopfen. Einfach so. Oder wie wär's mit Wunderbrot? Ne? Keine Ahnung, was das bedeutet, aber ist ja auch egal. Mann. Immer dasselbe. Mit solchen Medizinseiten. Fangen wir nicht lang drum rum. Los geht's. Autismus verbreitet sich wie eine Epidemie. Soll ich was zum Thema Autismus ist keine Krankheit nochmal was sagen? Nein. Auch wenn ihr nicht die Bild-Zeitung seid, sage ich trotzdem, Zentrum der Gesundheit, shut up. Weiter geht's. Was könnte die Ursache sein, fragte sich Filmemacherin Natalie Beer. Ja. Die Ursache ist, dass ihr einfach glaubt, dass Autismus eine Krankheit ist. Ihr seid die Lüge speziell. Sonst würdet ihr sowas halt nicht verbreiten. Weiter geht's. Die Mutter eines kleinen Jungen begibt sich auf eine Reise um die Welt. Sie spricht mit führenden Ärzten, Wissenschaftlern und betroffenen Familien. Es sind Familien mit Kindern, die fröhlich und gesund waren und nach einer Impfung plötzlich autistisch wurden. Wenn die Natalie Beer mit Dr. Wakefield oder beziehungsweise Andrew Wakefield, Doktor ist er ja nicht mehr, in meinen Augen, zusammenarbeitet, dann wissen wir, worauf das hinausläuft, ne? Weiter geht's. Obwohl, noch nicht. Autismus und Impfung haben überhaupt nichts miteinander zu tun. Meine Güte, hört auf, solche Scheiße zu verarbeiten. Oder ich... stopfe euch tatsächlich mal mit Wunderbrot voll, damit ihr erstickt. Satire! Weiter geht's. Natalie Beer will die Wahrheit über die Autismus-Epidemie herausfinden. Und ich kann bei der Frau Beer eine folgende Wahrheit herausfinden. Dass sie einfach nur Lügen erzählt. Lüge. Lügnerin. Wer einmal lügt, den glaubt man nicht. Und wer ihr zustimmt, ist einfach ein Dulli. Weiter geht's. Sie will wissen, ob Impfungen dabei eine Rolle spielen
und sie dreht dabei eine spannende Doku. Man-Made Epidemic, die verschwiegene Wahrheit. Vielleicht entschuldige ich mich dafür für meine Aussage. Das, wegen Dulli und so, ne? Aber mal gucken. Impfung und Autismus. Gibt es einen Zusammenhang? Offiziell wird ein möglicher Zusammenhang zwischen Impfung und Autismus vehement geleugnet. Da gibt's nichts zu leugnen. Impfung und Autismus haben eh nichts miteinander zu tun. Meine Güte, ey. Immer dasselbe mit solchen Wiederholungen. Weiter geht's. Wer es wagt, auch nur den kleinsten diesbezüglichen Verdacht auszusprechen, wird in die Ecke der Spinner, Lügner und Studienfälscher verschoben und schnellstmöglich mundtot gemacht. Ganz so, wie es vor vielen Jahren dem Gastroenterologen Dr. Med Andrew Wakefield erging. Tja, und jetzt wissen wir, bei welcher Quelle wir jetzt gelandet sind, ne? Und zwar in auf einer Seite, die man eigentlich nicht empfehlen sollte. Und diesen Andrew Wakefield, ne? Den würde ich am liebsten mit Wunderbrot, Maisgrieß, als auch Hartweizengrieß vollstopfen, damit er sich daran erstickt. Keine Satire diesmal. Aber wenn ich das beim Natalie Bier machen würde, ist das Satire. Ne? Weiter geht's. Die Wakefield-Studie. Dr. Wakefield hatte im Jahr 1998 zusammen mit 12 Kollegen in der renommierten Fachzeitschrift Lancet eine Studie veröffentlicht, in der er insbesondere den Zusammenhang zwischen Darmstörungen und Entwicklungsstörungen bei Kindern untersucht hatte. Da sich überdies aufgrund der zeitlichen Nähe zwischen der MMR-Impfung, also Masern, Mumps und Röteln, und dem ersten Auftreten autistischer Störungen hier ein Zusammenhang aufdrängte, wurde auch dies in der Studie erwähnt. Und ich kann es schon mal sagen, ich war schon von Geburt an Autist. Und das hat mit Impfung überhaupt nichts zu tun. Und warum glaubt man auf sowas? Weil die Leute, die das glauben, einfach Dullis sind. Weiter geht's. Besser Einzel- als Mehrfachimpfstoffe. In einer Pressekonferenz hatte Wakefield auf Anfragen der Eltern geraten, vorsichtshalber auf Einzelimpfstoffe zurückzugreifen und Mehrfachimpfstoffe wie den MMR-Impfstoff besser zu meiden. Wie auch wir schon hier empfohlen hatten. Also von Zentrum der Gesundheit, ne? Aber darauf gehe ich jetzt nicht weiter ein. Wohlgemerkt, Wakefield hatte nicht von Impfungen abgeraten. Jetzt brachen die MMR-Impfraten in England ein. Tja, also, Wakefield hatte nicht von Impfungen abgeraten. Sag mal, will er uns jetzt wieder komplett verarschen? Will er uns wieder komplett wieder verarschen? Ist doch völlig egal, ob einmal Impfung oder Mehrfachimpfung. Impfung ist richtig und wichtig. Das ist ja auch seit Corona eigentlich klar, ne? Auch wenn das jetzt nicht das Thema ist, aber vielleicht kommt das ja noch. Ich bin mal gespannt. Weiter geht's. Die Hetzjagd beginnt. Im Jahr 2004 warf die Sunday Times Wakefield vor, Ergebnisse verfälscht und Bestechungsgelder angenommen zu haben. Von Eltern, die Impfung als Ursache für den Autismus ihrer Kinder in Verdacht hatten. Auch habe er die Gelder am Finanzamt vorbeigeschleust, was sich später als unwahr herausstellte. Eine einzige Hetzjagd auf Wakefield folgte. Es ist eigentlich gar keine Hetzjagd auf Wakefield. Es war zu Recht. Und ich werde gleich eine Hetzjagd auf mein Handy starten. Jetzt hör auf mich zu mobben. Und jetzt zurück zu Wakefield. Ich bin auch lang nicht fertig. Also Wakefield bescheißt sowieso. Und dass Autismus und Impfung sowieso nicht zueinander passen. Wurde auch schon hier bewiesen, dass es nicht so ist. Meine Güte. Zentrum der Gesundheit. Ich würde, und insbesondere bei der Journalisten, aber darauf kommen wir noch. Da kommen wir noch zu.
Seine Kollegen und Co-Autoren der Studie zogen sich offiziell vom Wakefield zurück und auch von ihrer Mitautorenschaft. Wakefields Ruf war zerstört. Zu Recht, wie ich finde. Wer lügt, den glaubt man nicht. Zu guter Letzt entzog man ihm seine Approbation, sodass er Großbritannien samt seiner Familie verlassen musste. Für rechtliche Schritte zu seiner Verteidigung und Rehabilitation fehlen die finanziellen Mittel. Damit schien die Geschichte ein trauriges Ende genommen zu haben. Ach, ist für mich nicht traurig. Bei Lügnern ist das nie traurig. Denen sollte man auch keine Träne nachweinen, sag ich jetzt mal ehrlich. Weiter geht's. Der Whistleblower. Solchen Behörde fällt Studie. Dann jedoch trat im Jahr 2013 Dr. William Thompson, ein führender Mitarbeiter der US-Seuchenbehörde CDC, an die Öffentlichkeit und machte ein aufsehenerregendes Geständnis. Er gab zu, dass seine Behörde im Jahr 2004 eine Studie, an der er Thompson selbst beteiligt war, manipulieren ließ. Mithilfe dieser Studie wollte man endgültig die Gerüchte um einen möglichen Zusammenhang zwischen Impfung und Autismus aus der Welt schaffen. Entscheidende Daten wurden aus dem Endbericht herausgenommen, Daten, die einen ursächlichen Zusammenhang zwischen der MMR-Impfung und Autismus gezeigt hätten. Meine Güte, ihr macht es mir echt nicht leicht, ne? Und vor allem den Zuschauern. Einmal Dulli, immer Dulli. Weiter geht's. Stattdessen liest man im Abstract der Studie wieder und wieder, dass es keinen Zusammenhang gäbe, dass man kein erhöhtes Autismusrisiko nach einer MMR-Impfung erkennen könne, dass die MMR-Impfung auf keinen Fall Autismus auslösen könnte und so weiter. Na endlich versteht man's. Nicht immer alles so durcheinanderwirbeln, ne? Weiter geht's. Wakefield kämpft für seine Rehabilitation. Würde ich ihm lieber nicht empfehlen. Weiter geht's. Für Andrew Wakefield bot sich nun erneut die Chance, wieder an die Öffentlichkeit zu treten und für seine Rehabilitation zu kämpfen. Gemeinsam mit Mitstreitern drehte er die Doku Vexed, also mit Doppel-X, die gerade in den USA Furore macht und über die Vertuschungsaktion der Behörden im Bereich des genannten MMR-Autismus-Zusammenhangs aufklärt. Falsche Aufklärung, würde man sagen, ne? Weiter geht's. Zum gleichen Thema gibt es ebenso spannende Doku auf Deutsch. Man-Made Epidemic, die verschwiegene Wahrheit, von Natalie Beer, Filmemacherin und Produzentin, aber auch Mutter eines kleinen Jungen. Und ob dieser kleine Junge Autist ist oder nicht, will ich ja gar nicht hier erwähnen. Aber wenn sie mit Andrew Wakefield zusammenarbeitet, besteht kein Zweifel, dass das wieder eine Lügengeschichte daraus wird, ne? Und das bei einer Frau, die 40 plus ist, ne? Wir haben ja 2022 mittlerweile. Und leider gibt es im gesamten Artikel kein Foto von ihr. Aber darauf gehe ich jetzt nicht weiter ein. Die deutsche Doku Man-Made Epidemic. Natalie Beer möchte wissen, ob es in Sachen Masernimpfung wirklich nur zwei Möglichkeiten gibt. Nicht gegen Masern impfen und einen grausamen Maserntod erleiden, so das Risiko laut offizieller Meinung, oder gegen Masern impfen und für den Rest des Lebens autistisch werden, so die Erfahrung von immer mehr Familien, die ihre vormals nicht autistischen Kinder impfen ließen und nun autistische Kinder haben. Am liebsten würde ich der Journalistin mit Hartweizengrieß, Maisgrieß, 4-Kott-Spaghetti, Alblinsen, Cashew-Sahne, als auch mit Buchweizenflocken vollstopfen. Satire! Mit der Kamera reist Bier durch Europa und interviewt Ärzte, Experten, Hersteller und Betroffene. Überzeugte Impfbefürworter wie auch Kritiker kommen ausführlich zu Wort. Also eine ausführliche Doku. Also unparteiisch natürlich, ne? Weiter geht's. Der Film bleibt dabei nicht an der Oberfläche. Beer will der Sache auf den Grund gehen und stellt die richtigen Fragen, die vor allem Themeneinsteigern helfen, sich in dem verwirrenden Labyrinth der Argumente besser zurechtzufinden. Na dann viel Spaß. Da muss man schon Nerven aus Stahl haben.
Wakefield in Man-Made Epidemic. Einer von Natalie Beers Interviewpartner ist Andrew Wakefield. Siehste, hab ich's doch denken können. Vielleicht mit ein Grund dafür, dass Man-Made Epidemic sowohl von den Fernsehanstalten als auch den Verleihern und Filmfestivals boykottiert wird. Zu Recht! Völlig zu Recht! Ähnlich wie bei Rex wurde auch Man-Made Epidemic nur wenige Tage vor der geplanten Uraufführung aus dem Programm eines bedeutsamen Filmfestivals gestrichen. Na, da will ich mal sehen, wie Natalie Beer vor laufenden Kameras austickt. Wie Klaus Kinski in Cannes, wo es um die Darstellung von Paganini geht, ne? Das Video hätte ich so gern gesehen, wie Natalie Beer vor laufenden Kameras austickt, dass ihr Film nicht gezeigt wird. Die beiden Filme Waxed können sie hier... Nein. Zentrum der Gesundheit, shut up. Ich mache jetzt keine Werbung für euch. Geht in den Puff. Und kommt nie wieder raus. Weiter geht's. Der Film erzeugt insbesondere bei Menschen, die sich noch nie mit dem Impfthema ernsthaft beschäftigt haben, eine starke Betroffenheit und ist so ein wunderbares Geschenk an Menschen, die einem lieb sind und mit denen man über das Impfthema ins Gespräch kommen möchte. Die einem lieb sind. Sag mal, wollt ihr mich verarschen? Ich weiß, was für mich lieb ist. Für mich wäre das lieber, wenn Natalie Beer überhaupt das Thema Autismus und Impfung überhaupt nicht thematisiert. Und uns Autisten lieber in Ruhe lässt. Weil wer so einen Schwachsinn verbreitet, kann man sich nicht ausdenken. Mein Gott. Und den Rest lese ich überhaupt nicht mehr weiter vor. Was soll ich dazu noch sagen? Also, einfach nur Lügengeschichten bis zum geht nicht mehr. Und das wird durch Journalisten auch noch verstärkt. Das kann man sich nicht ausdenken. Und dass diese Filme nicht gezeigt werden beim Filmfestival, eine richtige Entscheidung. Schreibt mir in die Kommentare eure Meinung zu diesem Thema, als auch mir einen Daumen hoch zu geben, als auch das Video zu teilen, als auch den Abo-Button mit der Glocke, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Morgen ist der 5. Januar und ich würde mal sagen, ohne Wenn und Aber, bis morgen.